Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime mit Chibi Let's Play. Wieder am Artefakt Tempel. Wir haben zwar noch nicht alle Artefakte zusammen, aber ich wollte zumindest die, die wir in der Zwischenzeit wieder gefunden haben, hier zurückbringen. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt, ne? Zum Beispiel eine kleine Katze hier. Was haben wir denn da? Ja, mal wieder einen neuen Eintrag. Das Artefakt der Ältesten wurde zurückgebracht. Die Kraft dieses Gedenksteins wurde wiederhergestellt. Sehr schön. Sehr schön. Dasselbe natürlich auch für das Artefakt der Natur. Und für das Artefakt der Sonne. Was macht denn mein Lieblingsstein? Hm? Der sich letztens nicht entziffern ließ, jetzt auf einmal doch, ne? Okay. Nachfolgend die Übersetzung der Inschrift des Gedenksteins. Die Gier treibt die Invasoren an, tiefe Minenschächte in die Erde zu bohren. Ein Pfad ist durch einen ihrer tiefsten Tunnel zu bahnen, um das Artefakt der Neugeborenen zu finden. Ja, ich habe ja schon befürchtet, dass wir da zu den Minen zurückgehen müssen. Nicht zuletzt, weil die eingehenden Scan-Daten es von uns erfordert haben, also gefordert haben. Nun gut. Zuallererst möchte ich aber noch mal kurz zu den Chozo-Ruinen, zu der Halle des Ältesten. So, die sind alle weggeputzt. Das ist schön. Wir haben volle Muni, 110 Schuss. Wir haben volle Energie. Alles tutti. Und da ist mein Schiffchen. Hallo. Immer noch schlechtes Wetter. Naja, gut. So, wie komme ich denn jetzt am sinnigsten dahin? Westliche Teil der Chozo-Ruinen. Jetzt zum östlichen Teil. Der östliche war näher, ne? Ja, dann müsste ich hier mal komplett durch die... Das ist auch ein östlicher Teil. Ne, warte mal. Östliche Teil der Fasernminen. Östlicher Teil der Chozo-Ruinen. Also es wäre sinniger, wenn ich erst zu den... zur Halle des Ältesten gehe und dann hier so abkürze, ne? Kann ich hier abkürzen oder... Warte mal, das war ja bei der Fregatte. Macht aber keinen Sinn. Weil die eine Eistür zudem so hoch war. Da konnte man sich zwar auch hangeln, aber ich bezweifle, dass ich den Sprung schaffe. Naja, die waren auch so weit entfernt. Gehen wir den ganz normalen Weg, ne? Den allerersten Weg, den wir damals hatten. Dass wir gelandet waren, ne? Ja. Selber schuld, ne? Was legt ihr euch mit mir an? Ich habe einen Plasma-Beam. Ja. Irgendwie schreite ich hier auch mit Nostalgie und auch so ein bisschen mit Bedauern hier noch einmal durch die Gegend. Weil wir ja schon sehr weit im Spiel vorgeschritten sind. Und es so langsam auch darauf hinausläuft, dass das Ende naht. Na gut, alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende, ne? Also dann... Na, auch die sind weg. So, wie kann ich denn jetzt am schnellsten abkürzen? Ich glaube. Speicherstation? Nee. Östlicher Teil. Hier lang. Bei dem Bäumchen. Okay. Okay.
Moment. So. Wespe. Kann ich die eigentlich ignorieren? Ja, ne? Kullern wir hier einfach durch. Speeden wir hier mal durch. Geradeaus, ne? Nee. Das ist doch das Lavabecken. Da musste ich letztens lang, aber hier jetzt. Jetzt ja nicht mehr. Ich hing an der Kante mal wieder. Ja. Oh, jetzt hätte ich eigentlich noch mal gucken sollen, war hier nicht irgendwo noch eine rote Schleuse, die ich nicht vorher aufbrechen konnte? War ja nicht irgendwie sowas? Irgendwie, irgendwo hätte ja sein können, ne? Das letzte Mal, als wir eine rote gesehen haben, war ja, glaube ich, bei dem Turm. Ja, da. Nee, gar nicht, weil die ist lila. Wieso war ich da noch nicht? Nee, spare ich mir auf für später, für schlechte Zeiten. Und, wo laufe ich jetzt lang? Ah ja, da war ja was. Da war ja was. Es geht durch die durch, okay. Naja, da war ja was. Na gut. Hey. Ich war in Gedanken schon in der Luft. So. Ja. Charge Beam. So. Ich glaube, ich hätte auch ohne Gefecht vorbeigekonnt. Aber ich wollte es halt gerne wissen. Oben. Nach oben. Ja, ihr kleinen Pilzis, ist ja gut. Dann kommt ihr eben nicht in eine Pfanne. Ist mir egal. Boah, eigentlich hätte ich jetzt voll Bock auf eine Pilzpfanne mit Reis. Dann müsste ich aber einkaufen gehen. Naja, okay. Könnte ich vielleicht gleich mal machen. Ich muss ja gestehen, mein Helferlein macht meistens die Einkäufe bei uns. Schlicht und einfach, weil er ein Auto hat. Und ich halt nur das mit mir rumschleppe, was ich tragen kann. Und dementsprechend hat sich das bei mir so eingespielt, dass ich in einem Körbchen Pfandflaschen sammle. Bis das Körbchen voll ist. Und erst dann gehe ich zum benachbarten Supermarkt. Ich habe jetzt zwar keine Pfandflaschen hier, aber ich könnte ja trotzdem gleich mal vorbeigehen. Ich glaube, Magnetspule, ne? War jetzt gerade nicht ganz so ersichtlich, aber ich glaube ja. Ach, da oben waren ja noch mehr Magnetspulen, ne? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich auch an die Geister hier. Und die Wärme hier. Da sind die Magnetspulen. Ja, und da ist der Beschuss. Ich bin ja schon weg.
Da war, glaube ich, noch ein Missile-Container, ne? Ich glaube ja. Ja. Jetzt muss ich natürlich wieder einen Eisbeam wechseln, damit ich die Tür aufkriege. Weißt du, in dem Moment hört man sie schon. Ach so, weil er direkt an der Tür stand. Weil er auf mich gewartet hat. Der Schlingel. So. Hauptsache, ihr macht gleich wieder Licht an, ne? Ich möchte nicht den ganzen Tag hier mit dem X-Ray rumlatschen. Ja? Okay, wieder alles gut. Aha. Huch! Na gut. Was habe ich jetzt davon? Ach so, ja, genau, mit genug Schwung kann ich da hoch. Falscher Knopf. War er, ne? Na komm. Na komm. Du schaffst das, Samus. Komm schon. Wieder Luft raus. Pff, toll, ernsthaft, wegen dem kleinen Viech da? Vergeht an den Bomben, die ich lege. Wieso ist der eigentlich nicht an dem... Ach, ich liebe das. Ich liebe sowas wirklich. Nicht. Endlich. Da kommen schon die nächsten Viecher. So, geschafft. Jetzt nur nicht wieder runterschubsen lassen. Die sind überall. Kleinen Viecherchen. Ja, hat sich voll gelohnt, weißt du? Boah, ich liebe sowas. Ach, da und... Okay. Boah. Ganz im Ernst. Das ist nicht meine Welt hier. Das ist absolut nicht meine Welt hier. Nein! Was? 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 Soll das so? Muss das so? Egal. Wie hab ich denn da jetzt komisch rumgehangen? Naja, gut, ich kuller mal hier so leichtfüßig. Ah, hier hätte ich gar nicht hingemusst. Zip! Okay, jetzt ging's. Wo führt mich das denn hin? Ach so, das sollte mich so hinführen. Und dann... Ah, okay. Ach, egal. Boah, so viel Stress für einen Missile-Container. Ach Gott, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das später mit dem Zeitraffer schneiden werde. Ich würde sagen, dann gönne ich mir halt nachher so ein bisschen mehr Spaß mit den nächsten Geistern, die mich hier erwarten. Ich hätte ein bisschen warten sollen. Der war noch gar nicht richtig da. Weder körperlich noch mental. So. Nee, das war die Kante. Ich versuche trotzdem in Bewegung zu bleiben. Weil die ja auch ziemlich fleißig um sich her böllern. So, einer ist noch irgendwo.
Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Chozo? Da ist der Chozo-Geist. So. War es noch nicht? War noch nicht? Jetzt aber. Hi. Habe ich getroffen? Nein. Jetzt aber. Wo hätte ich auch direkt hier aus nächster Nähe schießen können. Egal. So. Was? Ja, wenn dann richtig, ne? Wenn dann richtig protzig. Lassen wir uns mal fallen. Hui. Da ist es. Das Artefakt. Endlich. Ja, das war schon gut versteckt. Also ohne Plasma hätten wir es nie bekommen. Gut. Das beschwichtigt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil ich ja erst gedacht hatte... Okay, ist wirklich nix. Ich hatte erst gedacht, ja, die Hinweise auf die Artefakte hatten wir ja schon sehr früh einsammeln können. Ob es nicht auch sinniger gewesen wäre, wenn ich die von Anfang an hätte holen können. Aber, ja, selbst bei den zwei Türmen ging es ja nicht. Da war ja diese eine Eisschicht bei dem Fenster. Die hätte ich nicht einfach so wegböllern können mit dem Messer. Das ist ja der Witz an der Sache. Gut. Komme ich mit dem... Ja. Okay. Dann sind wir jetzt wieder hier. Kann ich hier irgendwie vielleicht so hochspringen? Ja, ich glaube, es reicht nicht so ganz, ne? Nein. Nee, na gut. Dann eiern wir wieder so ein bisschen rum, ne? Ja, ist gut, Schatz. Willst du auch noch mal einmal knabbern? Hm? Hm? So. Pff, ich darf den Stick noch nicht reindrücken, wenn ich noch auf dieser Höhe bin. Komm schon! So. Gut, Tarnon-Urwelt. Östlich, südlich. Jetzt weiß ich wieder nicht, wohin. Kompromiss. Ich gehe erstmal zum Speicherpunkt. Ne? Wir haben ja immerhin die Artefakte und also das Artefakt ist, beim ältesten Dings. Bla. Ja, da fehlen ja wirklich nur noch zwei aus der Mine. Wo uns ja auch die eingehenden Scandaten wieder mal hinlocken wollen. Das wird noch schön lustig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben geben. Danke für eure Geduld auch nochmal. Und bis dann. Tschüss.